So, hallo zusammen. Was soll ich sagen? Es ist immer wieder aufregend. Ich freue mich total. Herzlich willkommen bei uns in der Kreativsession. Ich bin noch nicht live. Einen Moment, ich fange gleich. Doch, ich bin live. Da bin ich live. Ich sehe, die ersten schalten sich zu. Super. Ich dachte gerade, huch, hier klappt doch was nicht. Warum sehe ich noch niemanden? Ich freue mich riesig. Endlich geht's los. Ich glaube, nicht nur ihr habt diesem Tag entgegengefiebert, sondern auch wir. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin die Marion von Wasserwerke. Marions Wasserwerke. Marion Wasser heiße ich nämlich. Und ja, zusammen mit 7 weiteren ganz tollen Mädels haben wir hier die Kreativsession auf die Beine gestellt und zeigen euch 24 kreative Ideen jetzt im Dezember. Wir hoffen, dass ihr unglaublich viel Spaß habt mit uns. Und ich weiß, einige von euch habe ich gerade eben noch im WhatsApp gesehen. Ich hoffe, es hat jetzt bei allen geklappt, dass ihr live hier dabei sein könnt und auch diesen Stream gerade findet als Beitrag. Alle Lives werden hier in dieser Gruppe hier zu finden sein. Also es ist immer, es öffnet sich immer ein neuer Beitrag und da seht ihr dann einen von uns 8 live euch entgegenwinken. genau, ja, heute ist der 1. Dezember und somit freuen wir uns, dass wir endlich starten können und ja, ich hoffe, dass ihr mit uns eine ganz schöne Adventszeit hier verbringen werdet. Es sind einige Lives, es sind auch ein paar aufgezeichnete Videos, tendenziell unter der Woche auch mal ein bisschen kleinere Projekte, die ein bisschen schneller gehen. Weil man hat ja unter der Woche abends vielleicht nicht ganz so viel Zeit. Oh, schön. und am Wochenende auch mal das ein oder andere etwas längere, größere Projekt. Es ist für Anfänger was dabei, aber auch für fortgeschrittenere Bastler. Also wir haben wirklich eine bunte Mischung. Schreibt gerne rein unten in die Kommentare, ob ihr eher in die Sparte der Anfängsbastler gehört oder schon Profibastler seid. Ich versuche dann im Laufe des Bastelns ein bisschen drauf einzugehen, ist ja immer so, wenn man live bastelt, dann kann man immer schauen, dass man sich da ein bisschen anpasst. Vieles setzt man voraus, wenn man einfach schon lange bastelt, und dann vergisst man manche Sachen. Also schreibt einfach im Chat. Es sind auch ein paar der anderen Mädels. Hi, alle zusammen. Hallo Sina. Hi Sam. Oh, wie schön. Richtig schön voll. Hallo Corinna. Hallo Silke. Ja. Also schreibt da rein, die Mädels werden auch mich dabei unterstützen und auf eure Fragen antworten, denn ich weiß nicht, wer von euch schon bei Facebook Live gebastelt hat. Es ist folgendermaßen: Ich bin hier fleißig am Quatschen und ihr tippt ab und an. Und beim meinem Video seht ihr etwas zeitverzögernd. Also ich bin am Anfang live gegangen und dann dauert es immer ein paar Sekunden. Ein paar ist gut, so eine halbe Minute gefühlt. Bin ich schon weiter und das seht ihr dann erst. Das heißt, eure Kommentare sehe ich leider immer erst relativ spät. Deswegen sind aber auch welche da, die im Chat ein bisschen schauen, was los ist. Und ich schaue immer mal zwischendurch, dass ich auch darauf eingehen kann, wenn irgendwie was ist. Wenn ihr nochmal nach Maßen schreit oder so, gebe ich die gerne auch nochmal durch. Genau, aber nicht wundern, wenn ich nicht sofort antworte, weil ich brauche auch dann wieder eine Zeit, bis ich merke, dass ihr geschrieben habt. Denn wie gesagt, das ist ein bisschen zeitverzögert. Ich schaue jetzt auch einmal nochmal selber kurz, dass ich das auf meinem PC auch sehe, damit ich gleich, wenn ich mein Handy drehe und ihr meinen Bastelbereich seht, ich trotzdem noch eure Kommentare sehe. Ja, also das ist total schön. Oh, es füllt sich voll im Chat. Das ist total cool, dass ihr alle da seid, dass das heute schon klappt. Man weiß ja immer nie so unter der Woche, wie das so bei allen so läuft. Zum Glück, toi, 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 meine Kinder schlafen. Schauen wir mal, ob das auch hält. So, ich schaue mal selber kurz auf meinen PC und bin gleich sofort wieder bei euch. So, ich muss einmal die Seite updaten und da sehe ich doch ein Live. Dann mache ich mich da auch mal groß. Dann sehe ich nämlich ungefähr auch, was ihr schreibt und was ich so tippe. Und ihr seid bestimmt gespannt. Einige von euch haben ja nicht alle eine Adventskalender-Version gebucht mit einem Materialpaket oder mit kleinen Goodie-Tütchen. Also so einen kleinen Adventskalender, den ihr euch hinstellen dürftet. Und heute durftet ihr das erste Türchen sozusagen schon aufmachen und ihr habt bestimmt schon geguckt. Und wir hatten ja vorher auch schon angekündigt, dass es nicht nur Sachen sein werden aus Papier, aber auch mit Papier natürlich. Deswegen zeige ich jetzt mal allen, was denn unser Kreativtürchen 1 ist. Dafür drehe ich euch kurz um. Nicht erschrecken, ich komme euch einmal hier ein bisschen näher. So, und dann drehe ich euch zum Tisch hinunter. So, einmal sicherstellen, dass es gut in der Halterung sitzt.
Jawohl. Und dann setze ich mich auch einmal hin. Ich hoffe, das Licht ist noch gut. Wenn ich mich gleich setze, werfe ich hoffentlich ein bisschen weniger Schatten. Ansonsten kann ich hier auch noch mal so. Ist das besser? So ein bisschen Licht von oben kommen lassen. Es ist natürlich zu später Stunde. Ich mache mal hinter mir das Licht aus. Ich sag mal zu später Stunde, natürlich auch nicht immer so einfach mit der Beleuchtung, aber ich denke, dass ihr mich hoffentlich sehr gut so sehen könnt. Ich habe hier eine kleine Lampe, wo ich das mit ausblende. Ein bisschen Schattenwurf ist leider da. Ich bin noch kein Profi in der Ausbeleuchtung, da kann ich mir auch noch was bei dem einen oder anderen abgucken. Aber ich denke, das klappt so. So, ich sehe, schön, die Cordula ist auch da. Carmen, super, es hat geklappt, das freut mich. Ja, genau, das ist das Kreativtütchen. Ihr habt es noch mit einem kleinen Band drum verziert. Und zwar habe ich für jeden in einer meiner Nebenleidenschaften, die ich jetzt gerade erst neu für mich entdeckt habe, euch einen Teelichthalter gegossen. Das ist gegossen aus Raisin, das ist so ein Kreativbeton, nenne ich es mal, und mit einer Silikonbackform, die ich noch zu Hause hatte. Also da kann man auch ein bisschen schauen, wer da gerne gießt, was man so alles noch zweckentfremden kann. Es gibt natürlich auch Silikonformen, die man extra dafür kaufen kann, dass man Sachen gießen kann. Es passt ein handelsübliches Teelicht rein und auch eins hier von einem, ich sag mal, Direktvertrieb für Kerzen. Die passen auch hinein, die haben ja außen nicht das Aluminium, sondern so andere. Das ist eine Fremdwerbung hier, unbezahlterweise, einfach aus Überzeugung. Und dann war ein kleiner Umschlag dabei. Den dürften alle haben, die dieses Kreativtürchen 1 haben. Ich lasse euch jetzt noch mal ein bisschen Zeit und hoffe, dass nicht allzu viele Kreativtürchen Nummer 7 aufgemacht haben. Kreativtürchen Nummer 7 ist ein kleiner brauner Umschlag. Ja, und die 1 und die 7, die sehen sich leider sehr, sehr ähnlich. Also schaut dann nochmal, dass ihr hier die 1 habt und die 7 euch noch ein bisschen aufhebt. In dem kleinen Umschlag sind noch ein paar weitere Accessoires drin, die wir heute verbasteln werden. Einmal ein Etikett aus dem Anhänger nach Maß, ein gestanztes Teil aus dem Baumzauber im Waldmoos, einmal hier noch ein Stanzteil und was auch noch drin sein sollte, ist ein Magnetpaar. Und auch den Umschlag werden wir verbasteln. Ich habe gelernt, immer wenn man was Neues macht, lernt man ja auch wieder was dazu. Ich habe gelernt, dass diese Kreativbeton gegossenen Teile, Resin gegossenen Teile, sehr lange brauchen, um zu trocknen. Ich habe ein bisschen zu früh eure Pakete zusammengeschnürt und habe den noch nicht ganz durchgetrockneten Teelichthalter, obwohl er schon eine Woche getrocknet war, auf den Umschlag gestellt. Und die sind so ein bisschen feucht geworden, haben wir gemerkt, als wir dann einen Umschlag, sozusagen als wir gepackt haben, die Kalender für euch alle. Deswegen dürftet ihr alle in der Box nochmal einen extra Umschlag haben, weil den brauchen wir fürs Projekt und das fand ich dann ein bisschen schade. Das heißt, da habe ich euch schon mal Ersatz beigelegt. Eventuell könnt ihr den trocknen und trotzdem verwenden. Vielleicht nicht für das, aber für ein anderes Projekt, wo das nicht so schlimm ist, dass der so ein bisschen zusammengeschrumpelt ist. Es trocknet ja wieder Papier, sieht dann aber halt eben nicht mehr ganz so schön aus. Könnt ihr aber schauen. Vielleicht könnt ihr es verwenden, vielleicht lieber den Ersatz. Genau, die Sam hat es auch geschrieben. Ihr habt einen weiteren extra Umschlag noch drin für alle, die sich da vielleicht wundern. Genau, das lege ich mal zur Seite und dann zeige ich euch auch, was wir basteln. Und für alle diejenigen, die das nicht haben, ihr werdet mit Sicherheit Alternativen zur Befüllung finden für die Verpackung, die ich mir ausgedacht habe und auch für die Dekoration dann einfach eben was aus eurem Vorrat nehmen. Der ist ja bei den meisten doch auch recht groß. Ich habe maßgebend oder habe mir halt eben am Anfang überlegt, dass ich gerne Verpackung für diese Teelichtform hätte und dass ich gerne aber immer, auch wenn ich eine Sache verschenke, doch auch gerne ein kleines Grußkärtchen beilegen möchte. Deswegen habe ich mir eine Verpackung ausgesucht, die sich um diese kleinen 3-Inch-Umschläge herum orientiert. Ja? Also die Maße habe ich angepasst, damit dieser Umschlag nachher innen reinpasst. Und es war dann Zufall, dass auch das Teelicht reinpasst. Es passen aber auch ein paar andere Leckereien hinein. Also ihr werdet die Verpackung mit Sicherheit auch für was anderes benutzen können. Hier seht ihr sie einmal. Man kann die so aufklappen. Und dann haben wir hier unser Teelicht drin. Und hier oben
passt noch unser Umschlag rein. Die ein oder anderen haben es vielleicht auch heute schon gesehen auf Instagram, denn das Projekt war auch Teil von meinem Team-Adventskalender von der lieben Caro unter den Clue-Girls. Oder ich glaube, Clue-Girls und Friends nennen wir es mal, haben einige sich einen Adventskalender getauscht und das war mein erstes Projekt heute, das Türchen 1. Und für die Kreativ-Session hier habe ich mir noch einen kleinen Schmankerl ausgedacht. Und zwar ist hier nicht nur der Umschlag drauf, weil manchmal ein Geldschein und dann braucht man wieder Platz für mehr Worte. Deswegen habe ich hier noch ein bisschen was zum Ausklappen, zum Ausdekorieren und oder zum Draufschreiben noch dazu überlegt. Genau. Und der Umschlag hält das hier sozusagen dann wieder zusammen. Genau, und wie diese Verpackung gebastelt wird, das möchte ich euch gleich zeigen. Von dem Grundmaß, ich habe die auch in anderen Farben und Formen gebastelt. Meine schließt mit einem Magnetverschluss, ist aber, wenn ihr keinen habt, auch nicht schlimm. Ihr könnt einfach mit einer Einstecklasche arbeiten, das hatte ich jetzt hier gemacht. Oder macht ein Band drum, also auch da findet ihr bestimmt etwas, womit ihr dann eben das Projekt anpassen könnt. Und hier sieht man jetzt kleine Süßigkeiten drin. Das war sozusagen der Prototyp, sag ich mal, meiner Verpackung. Und ich werde euch einmal die Basisverpackung erklären und auch als Anleitung zur Verfügung stellen im Anschluss. Und dann einmal sozusagen hier diese Variante mit dem Aufklappen. Und ich glaube, so geht es vermutlich auch einigen wie mir, dass man das dann gerne nochmal ein bisschen weiter verändert. Da habe ich jetzt nur einen Anhänger dran, den habe ich nicht drauf gemacht. Da kann man natürlich dann auch ganz unterschiedlich noch weiter variieren. Hier habe ich jetzt einen Bandverschluss genutzt und ein kleineres Teelicht gegossen, damit ein bisschen mehr Platz in der Verpackung ist. Und hier kann man jetzt eben, wenn es mal ganz viele Worte sein sollen, das Ganze auch so rum aufklappen und oder auch so nach oben. Das reicht wahrscheinlich mein Bildschirm gar nicht. Und hier habe ich zwei Umschläge genommen und einen nach links und einen nach rechts gemacht. Also hier könnte man jetzt noch etwas einstecken. Ja, und auf dieser Seite könnte man auch noch etwas einstecken. Na, will jetzt gerade nicht so, wie ich will. Ja, also da seht ihr, da könnt ihr, wenn ihr das einmal angefangen habt, könnt ihr da unglaublich drin variieren. Man muss eben nur aufpassen, dass an sich die Verpackung einem nachher ausreichend auch noch an Höhe, dass man genug Platz hat in der Höhe. Ja, deswegen immer die Maße müssen dann ein bisschen gegebenenfalls angepasst werden, was ihr machen möchtet. Wir haben schlichte Teelichter, wo man mit einer Banderole arbeiten kann oder die man bestempeln kann. Und es gibt aber auch eben Gießformen, wo schon, da muss ich jetzt gleich auch mal gucken und warten, wo auch schon Schriften eingearbeitet sind. Hier steht jetzt zum Beispiel Lieblingsmensch drauf. Ich weiß nicht, ob man das gut in der Kamera sehen kann. Da gibt es ganz viele. Wenn ihr da Näheres zu wollt, schreibt mich gerne an. Ich verrate euch gerne Näheres zu meinem Gieß-Hobby, wenn ihr da Fragen habt. Genau, und so läuft das bei mir meistens. Ich fange an mit einem relativ schlichten, einfache kleine Verpackung und dann überlege ich mir, wie kann ich die quasi ein bisschen aufpimpen und was kann ich da machen. Und ich hoffe, es gefällt euch und ich bin ganz gespannt, ob ihr sie weihnachtlich gestaltet. Ich habe auch schon Varianten für die Hochzeit gebastelt oder auch zu einer Taufe. Da kann man natürlich, frei sein in dem, wie man das ausgestalten möchte. Noch kurz noch einmal zurück zu dem Raisin. Ihr könnt es auch bestempeln. Ich habe schon Raisin bestempelt mit Memento und auch koloriert mit den Plänz, wobei ich das nur bedingt empfehlen kann. Das saugt unglaublich viel von der Feuchtigkeit. Ich zeige euch einmal kurz eingegossenes Teil. Das habe ich mit Memento bestempelt und dann mit den Plänz koloriert. Das Memento merkt man auch richtig, dass die Farbe einzieht. Das wird eher leicht gräulich. Das bleibt nicht so schön schwarz. Dann müsste man vermutlich eher das Stazon nehmen. Das würde dann auf den Sachen auch halten. Was alternativ auch noch sehr gut geht, wenn ihr Raisin gießt und dann bemalen möchtet, sind Acrylstifte. Da weiß ich jetzt natürlich nicht, ob ihr sowas zu Hause habt. Aber hier habe ich zum Beispiel so kleine Wichtel. Und die habe ich mit Acrylfarbe bemalt. Also es geht auch. Ich weiß nicht, was euer Bastelreich so hergibt. Aber ja, das sind Sachen. Also auch da könnt ihr natürlich diejenigen, die jetzt die Form bekommen haben, euch überlegen, was ihr machen möchtet. Ob ihr eine Banderole später basteln wollt oder ob ihr das bestempeln wollt.
Da bin ich ganz gespannt, wenn ihr es dann mit uns teilt, was draus geworden ist. So, jetzt dann einmal. Ich mache gerne eine Skizze, damit ihr gut versteht, was wir gleich falten. An sich ist die Verpackung schon sehr, sehr einfach, würde ich sagen, ne, vom Mechanismus her. Aber damit ihr das eben auch anwenden könnt auf andere Größen, wenn ihr was anderes verpacken wollt oder verschenken wollt, zeige ich euch einmal kurz quasi die Logik hinter der Verpackung und dann könnt ihr das hoffentlich auch gut übertragen und anwenden. Also wir nehmen uns gleich ein Stück Farbkarton. Ich nehme ein Stück Waldmoos, einfach passend zu dem Designerpapier, das ich ausgewählt habe. Das Designerpapier, ich sage immer, das ist das Pinke aus dem Winterkatalog. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie es heißt. Einen Moment, ich schaue mal. Das ist das besondere Designerpapier Zauber der Feiertage. Ich finde das mega schön. Ich war so glücklich, dass wir da für unseren Adventskalender uns als Team entschieden haben oder in der Gruppe entschieden haben, dass wir das als Basis nehmen. Mega. Gefällt mir sehr, sehr gut. Könnte ich Mengen auf Vorrat mir besorgen, aber naja, der Verstand muss auch manchmal walten. Also wir nehmen uns ein Stück Farbkarton in den Maßen 28,1 mal 17,5 cm. Ja, das ist unsere Basis. Und dann haben wir sozusagen für die Verpackung links und rechts brauchen wir den Rand. Und das ist die Höhe unseres, was wir verpacken möchten. Ja, das ist hier maßgebend. Also hier müsstet ihr die Höhe berechnen. Ich habe das jetzt ausgemessen und bei mir sind das die 4,5 cm. Und das kann man eben von beiden Richtungen falzen. Wir machen das gleich noch zusammen. Ihr braucht euch auch die Skizze jetzt nicht versuchen abzuspeichern oder mitschreiben. Stelle ich euch auch im Anschluss nochmal zur Verfügung. Und nachher sage ich auch die Maße nochmal, wenn wir gemeinsam basteln. Und dann falzen wir auch noch sozusagen quasi hier nochmal. Ich mache mal ganz, damit es jetzt ein bisschen schöner aussieht, mache ich hier noch eins hin. Dann erklärt sich das nämlich besser. Wir haben hier natürlich auch unsere 4,5 cm für die Höhe. Und dann ist maßgebend hier, wie groß ist unser Teelicht. Also hier muss unser Teelicht reinpassen. Und dann haben wir hier wieder die 4,5 cm für die Höhe und hier muss unser Umschlag drauf passen. Und hier haben wir nur eine Klebelasche oder Umklapplasche für den Magnetverschluss und der ist bei mir 2 cm. Für den Umschlag und das Teelicht brauchen wir 8,5 cm im Bodenmaß. Das wäre sozusagen hier dann unsere 8,5 cm. Und die Lasche, damit sie leichter und schöner drüber geht, die mache ich immer gerne 1 mm mehr. Also 8,6 cm. Ja, wenn man jetzt, wir rechnen mal von dieser Seite falzt, haben wir zuerst die Falz bei den 4,5 cm, dann die 8,5 weiter, haben wir eine Falz bei 13 cm, dann wieder 4,5 weiter, sind 17,5 cm und dann nochmal wieder die 8,6 weiter, 26,1. Und wenn wir dann nach 2 abschneiden, haben wir die 28,1. So, und das mache ich jetzt auch gemeinsam mit euch. Ich lasse die Skizze mal an der Seite liegen. Sie wird vermutlich immer mal auch wieder aus dem Bild rutschen oder kurzzeitig verdeckt sein. Aber ich denke, wir kriegen das zusammen auch hin. Ja, ich nehme ein Stück Waldmoos und das kürze ich mir jetzt einmal zuerst auf die 17,5 cm. Das heißt, ich lege das mit der kurzen Seite an. Von den 21 kürze ich auf die 17,5 und dann nehme ich es einmal der langen Seite und dann 28,1. Freut mich, Cindy, dass du es auch geschafft hast. Übrigens, alle, die es nachschauen und mir dann jetzt eben noch in den letzten 3-4 Minuten vor dem Live noch was geschrieben haben, da ich mit meinem Handy jetzt live bin, kann ich euch gerade nicht sehen. Wir werden uns bei der nächsten Kreativsession überlegen, dass nicht diejenige, die die Anmeldung macht, auch dann das erste Video macht. Ich habe am Anfang gedacht, ach, das passt, ich mache das erste Video, freue ich mich. Organisatorisch, man lernt ja nie, man lernt nie aus, man lernt dazu.
wäre es sinnvoller gewesen, wenn ich euch jetzt noch hätte helfen können, das zu finden, während jemand anders live geht. Beim nächsten Mal und für alle anderen dann morgen. Genau. Und wie gesagt, die Videos werden euch ja alle noch zur Verfügung stehen. Das Live bleibt hier in der Gruppe und wird auf YouTube hochgeladen, sodass man dann entscheiden kann, wo man sich das dann nochmal anschauen kann. So, wir machen zuerst die 4,5 links und rechts für die Höhe. Das heißt, ihr könnt es mit der kurzen Seite anlegen und bei 4,5 cm falzen. Pass auf, nicht schneiden, falzen. Einmal hoch, einmal runter und dann könnt ihr es drehen und nochmal 4,5 cm auch von der anderen Seite machen. Das bietet sich immer an, wenn man Verpackungen macht, dass die beiden Seiten auch nachher wirklich gleich hoch sind. Man hat weniger Messfehler, sag ich mal, wenn man es so macht und zweimal dieselbe Länge ablässt, liest, als dass man zweimal macht. Hallo Silvia, oh, das freut mich. So, dann könnt ihr es an der langen Seite jetzt oben an eurem Papierschneider anlegen. Und jetzt falzen wir auch wieder bei 4,5. Sagt übrigens Bescheid, falls ich zu schnell bin. Ich weiß, einige von euch schauen erstmal zu, ganz gemütlich, ist auch immer schön, und basteln dann später nach. Einige basteln aber sicher auch schon mit. Ich sehe ein paar Daumen hoch, das ist gut. Das heißt, das Tempo so an sich ist verkraftbar. Das freut mich. 4,5 cm. Das war unsere erste Falz. Jetzt schieben wir es 8,5 cm weiter. Also sind wir dann bei 13. Ich sage das immer noch mal laut, weil manchmal merkt man dann, dass man sich doch verrechnet. 13 cm, noch eine Falz. Und dann bei 17,5. 17,5. Und dann die 26,1. Das sind ein bisschen krumme Zahlen, aber das ist eben, das ergibt sich halt, wenn man darauf nicht den Hauptfokus legt, sondern es eben an Objekten ausrichtet, dann hat man manchmal ganz schön krumme Zahlen. Das ist aber ja nicht wirklich schlimm. So, dann kann der Papierschneider erstmal zur Seite. Wir brauchen ihn nachher nochmal, um das Designerpapier und Sachen zuzuschneiden. Aber jetzt zeige ich euch erst einmal noch mit einer Schere, was wir wegschneiden und was wir wie einschneiden müssen. Was wir nicht brauchen, der Teil, so liegt es jetzt ja auch, das hier ist eure schmale Lasche, ja, eure 2 cm zum Rand. Und diesen Teil brauchen wir oben und unten nicht, denn das ist der Laschenteil, hier, der ja rüber geht. Da haben wir nur das große Stück. Und das kleine Stück, oder in dem Fall so. Ja, und das, der untere Teil, dieser Teil hier, wird ja die Box. Und dann haben wir ganz klassisch für eine Box, können wir hier diese kleinen anschrägen. Ja, ich fange jetzt mal hier außen an, damit ihr das gut sehen könnt. Also hier könnt ihr ein kleines bisschen von einem Dreieck wegschneiden. Und dann hier schneidet ihr, wichtig, gerade an dieser Falz schneidet ihr ein, denn das lange Rechteck brauchen wir ja noch. Und aus dem kleinen Quadrat könnt ihr ein Stück dreieckig rausschneiden für die Box. Mhm. Habe ich jetzt nicht so ordentlich geschnitten hier. Ich werfe mir doch relativ viel Schatten. Also, wer Lichtempfehlungen hat hier für Tränen im Dunkeln, immer her damit. Ich weiß, die Michaela, die hat sich ganz tolles Equipment gekauft. Da muss ich mich vielleicht doch noch mal mit beschäftigen. Das war jetzt tatsächlich im Sommer mit unserer Bastelbox. Da war es halt abends noch nicht so dunkel. Und dann haben wir auch viel nachmittags gebastelt. An den Wochenenden geht das ja auch ganz gut mit dem Mittagsbasteln. Aber jetzt hier so im Dunkeln. Aber ich hoffe und ich gehe davon aus, ihr kriegt das gut hin und könnt mir hier gut folgen. Genau, also diese zwei habe ich eingeschnitten und ein bisschen dreieckig verkleinert. Und hier könnt ihr gerade einfach das komplett wegschneiden. Schön ist auch, das Teil könnt ihr aufheben. Wenn euch das Projekt nachher ein bisschen zu lapprig ist oder ihr euch mal verschneidet oder verfalzt, könnt ihr damit noch ein bisschen was recken. Also das lange Rechteck könnte nachher auch noch als Stabilisation innen eingeklebt werden.
Also schmeißt es mal nicht weg, sondern legt es einfach beiseite. Genau, und dann machen wir dasselbe auf der anderen Seite. Das heißt, von der kleinen 2 cm Falz über die erste 2 cm Falz bis zur nächsten. Und hier könnt ihr gerade wieder das wegschneiden. Gerade hat den Vorteil, dass ihr das nachher nochmal verwenden könnt. Das nächste wird auch gerade eingeschnitten. Und dann, damit es nachher leichter zu kleben ist, einmal ein bisschen angeschrägt. So, das machen wir auch noch einmal hier am Ende. Und auch an dieser Seite. So, jetzt haben wir eine Länge von 8,5 cm, die wir bestimmt hatten durch den Umschlag. Der ist nämlich ungefähr 8 auf 8. Und die Längen haben 4,5. Das heißt, die beiden zusammen sind 9 cm, während das nur 8,5 ist. Das heißt, ihr könntet euch jetzt das ein bisschen einkürzen. Ihr könnt es auch genau ausmessen, aber ich mache das gerne nach ein bisschen Ausmaß. Es ist auch nicht tragisch, wenn ihr es zusammenklebt. Seht ihr es nachher auch, was passiert wäre, wenn. Das ist jetzt nicht notwendig für das Projekt, sondern es ist einfach nur ein. Ich finde, das macht es ein bisschen einfacher, wenn man sich das einfach ein bisschen gerade wegschneidet. Dann passen die schön innen rein und man hat nicht alles übereinander gewuselt. Hallo, hallo Mona, danke Sam, dass du dich drum kümmerst. Noch ein spontanes Anmelden hier in Facebook. Das ist total lustig, haben einige von euch ja geschrieben, dass sie sich quasi ganz spontan jetzt nur für das Event noch einen Facebook-Account gemacht haben. Das freut uns natürlich riesig, dass ihr so Lust habt, auch mit uns zu drehen. Oder zu drehen, sage ich hier, zu basteln und das zu sehen, die Live-Videos. Jetzt bei Sabine ist natürlich, die bastelt ja mit euch. Ist also schön, dass sie auch bei Facebook ist. Das ist nur eigenen Account. Ich mache die Lasche nicht als Einstecklasche, sondern außen mit einem Magneten zu. Deswegen runde ich mir hier die Ecken ab. Ich habe da noch, das ist echt so, das war eins der ersten Teile, das ich mir gekauft habe. Der ist uralt, gibt es auch so leider nicht mehr in kleiner Eckenabrunder. Wenn ihr nicht diesen kleinen Handstanzer habt, bei den ganzen alten Punchboards war es auch noch dabei. Wo haben wir das denn noch? Es gibt diese Trio-Stanze, die hat auch, meine ich, einen Eckenabrunder. Also da habt ihr bestimmt auch etwas Passendes. Ist aber auch nichts, was man machen muss, sondern etwas, was man machen kann, wenn es einem optisch gefällt. Ja, Corina, mach's gut. Schade, aber kann ich verstehen. Dann bist beim nächsten Mal. Die Augen sollen ja hier nicht zufallen. Dann leg dich lieber hin und ruh dich aus. Na, Videos gibt's ja auch dann später zum Nachbasteln. So, wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr einmal alle Falzlinien nachziehen. Ich habe jetzt hier in meinem Bastelchaos mein Falzbein verlegt. Habe ich mir vorher alles schön hingesetzt. Dann habe ich gestern Abend doch noch schnell eine Last-Minute-Sache gebastelt. Und jetzt suche ich wieder alles. Wie seid ihr? Habt ihr eine super Ordnung auf eurem Basteltisch? Sagt mal, seid ihr da diszipliniert? Kommt alles immer wieder dahin, wo es hin muss? Direkt? Ich habe hier, das darf ich euch eigentlich gar nicht zeigen hier. Neben mir sieht es aus, ein Haufen Papier, alles Mögliche liegt kreuz und quer. Das ist echt. Also da, was das angeht, bin ich nicht besonders gut organisiert. Sagt man ja mir ja sonst ja schon nach, dass ich gut organisiert bin, aber bei sowas, da liebe ich Chaos auf meinem Basteltisch. Genau, jetzt könnt ihr, weil es noch nicht zusammengeklebt ist, ist es ein bisschen einfacher, auch die Deko-Elemente anzubringen. Das heißt, man könnte erst das Designerpapier zuschneiden und draufkleben, bevor man es dann zusammensetzt. Aber ich zeige es euch schon einmal. Diese Laschen werden einfach später innen reingeklebt und von außen zugeklappt. So. Und dann habt ihr hier den Deckel. Diese Falz könnt ihr in beide Richtungen ruhig mal knicken. Dann geht nachher das Ganze auch ein bisschen einfacher auf und zu. Und wenn wir uns nicht vermessen haben, dann passt auch das Teelicht hinein oder eben ein paar Süßigkeiten. Und ist ja auch mal ganz nett, wenn ein paar mehr Süßigkeiten reinpassen beim Verschenken. Genau, und hier oben, das könnt ihr auch gerne einmal ausprobieren, dürfte mit ein bisschen Rand, finde ich immer ganz schön, auch euer Umschlag hinpassen.
Und bei dem Adventskalender, den ich getauscht habe, habe ich den Umschlag einfach reingemacht und dann kam da ein kleines Grußkärtchen rein. Ich habe den verschlossen oder sozusagen quasi hier mit diesem süßen Etikett einfach das mit einem Dimensional drauf. Dann kann diese Lasche einfach nur dahinter geklemmt werden, dann geht das nicht ständig immer wieder auf. Und das machen wir nachher. Oder ihr könnt noch dazu eben weitere Ausklappmechanismen anbringen. Die müssen wir uns aber erst zurechtschneiden. Also gehen wir zum Designerpapier. Ich lege das mal kurz beiseite. Wir brauchen wieder unseren Papierschneider. Und wir haben ja hier 8,5 auf 4,5. Das heißt, wir brauchen das DSP in 8 mal 4. Und das, ich sag mal, 3 bis 4 Mal. Das dürft ihr auch wieder selber entscheiden. Ich habe jetzt hier zum Beispiel hinten keins. Ihr könntet, also ihr braucht es mindestens 3 Mal, dann habt ihr die Seiten und die Front. Ihr könnt es aber auch 4 Mal machen, dann habt ihr auch hinten gut abgedeckt. Ja, das wäre sozusagen einmal. Das brauchen wir, die 8 mal die 4 cm. Und dann braucht ihr ein Designerpapier für oben drauf. Und das hat 8 mal 8,1. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ja, das ist das für den Deckel. Denn wir haben den Deckel ja 1 mm länger gemacht, ja, als auch das Ganze breit ist von den 8,5. Und wenn ihr ausgerichtetes Designerpapier habt, müsst ihr eben jetzt auch aufpassen, dass ihr die richtige Länge auf die richtige Höhe habt. Also ich bin ja immer Fan davon, man nimmt kein ausgerichtetes Designerpapier. Aber manchmal kommt man ja nicht drum rum und hat sich doch eins ausgesucht. Dann einfach noch einmal kurz innehalten vom ersten Schneiden. So, und jetzt haben wir hier dieses wunderschöne Designerpapier. Das lädt auch so schön ein zum mit der Schere ausschneiden. Mache ich ja auch gern abends mal so vom Fernseher. Motive ausschneiden. Bisschen Fussy Cutting. So ein bisschen mein Yoga. Da haben wir das. Und das ist auch. Ach ja, ich bin schon so ein bisschen verliebt. So. Die Maße braucht noch mal jemand. Habe ich da was verpasst? Also 28,1 mal 17,5 war unser Farbkarton, die Basis. Dann 4,5, 13, 17,5 und 26,1 wird gefalzt und 4,5 an diesen Rändern. Ja, ich hoffe, das liegt ja auch noch ein bisschen hier. Kann man bestimmt noch sehen. So, und in der Zwischenzeit schneide ich mir das Designerpapier, also jetzt 8 cm. Wie gesagt, wenn ihr eine Ausrichtung habt, achtet jetzt drauf, dass die 8 cm wirklich euer Designerpapier jetzt nach oben schaut. Die 8 cm. Schupp. Auf die 4 cm. Eins. Und nochmal bei 4 cm. Drei. Ich mach mal drei und sag hinten auf den Rücken kann das ruhig auch wieder so bleiben. Und dann schneide ich mir auch noch, und da muss ich jetzt auch noch mal kurz gucken, nach dem Designerpapier oben für den Deckel. Dann nehme ich das Weiße mit den Punkten noch mal. Auch die 8. Auf die 8,1. Ich schneide mir jetzt die 8, weil dann das ist das Maß, das ich eher öfter noch mal brauche und dann das Reststück halt wieder verwenden kann. Und die 8,1 cm schneide ich davon ab. Ja, weil jetzt könnte ich zum Beispiel 8 und 4 und 4 und 4 für eine weitere Box wieder verwenden. Ja, wenn ich das andersrum schneide, die 8,1, dann muss ich überall wieder den 1 mm korrigieren. Also es ist immer ganz praktisch, wenn man da quasi schon an die nächsten Projekte denkt. Lustig, dass du dasselbe Papier ausgewählt hast, Eva. Sehr cool. Ja, sehr schön. Es ist aber auch einfach ein richtig schönes Papier. Und eines unserer Weihnachtssachen. Ich bin gespannt, ob jeder Weihnachten macht oder ob ihr doch, vielleicht habt ihr noch einen Geburtstag. Oder einen einfach so zum Kaffeeklatsch. Muss ja auch nicht zwingend weihnachtlich sein. Einfach ein kleines Danke an jemanden. Es gibt ja viele
viele Gründe, warum wir was Schönes basteln und es verschenken. So. Achso, nee, wir lassen das mal kurz. Und ich hole mir noch ein Flüsterweiß. Wir machen nämlich auch noch die zwei Außenlaschen. Dann haben wir nämlich einmal alles schon zugeschnitten und dann kann der Papierschneider auch weg. Hallo Sabine! Sehr schön. Ach, sind immer so die anfänglichen Techniksachen. Ist immer, man feiert das dann auch. Sehr schön, wenn das dann klappt. Mega schön, dass du jetzt auch hier bist. Grüße dich, grüße dich. So, für die innere Lasche, jetzt muss ich noch mal kurz her, ne, haben wir ja den Umschlag. Und da habe ich einfach ein bisschen Papier sparen. Das könnte natürlich ein langes sein. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr möchtet. Oder ihr schneidet euch zwei kürzere, so ein bisschen Papier schneiden. Dann sind es nur Klebelaschen, die hinter dem Ganzen hier verschwinden. So. Nein, andersrum zu machen. Ja, das heißt, ihr braucht in der Höhe, wir haben ja die 8,5, wäre über die komplette Länge. Ja, das wäre über die komplette Länge. Damit fange ich immer mal an, weil ein bisschen kürzen könnt ihr es euch nachher immer noch. Wenn ihr die 8,5 in der Höhe habt, ja, dann könnt ihr das nachher reinhalten und im Zweifel nochmal einkürzen. Ja, und dann haben wir ja auch die 8,5 in der Breite. Da gehe ich jetzt ein bisschen kleiner, weil es bleibt ja innen drin. Dann mache ich die 8,3. Tatsächlich, das ist immer sowas. Das passiert bei mir immer nebenher. Und dann 8,3. Und dann könnt ihr euch einfach eine Klebelasche dazu schneiden. Ja, von 1 Zentimeter oder so. Und das dann abschneiden. Dann habt ihr das. Und dann nehmt ihr einmal euren Umschlag. Ah, schaut, der ist nämlich doch kleiner. Und da wird das ja dahinter geklebt. Das heißt, ich habe nicht die Basis genommen, sondern ihr nehmt die Höhe von dem Umschlag als Maßstab. Das heißt, wir messen noch mal kurz die Höhe von dem Umschlag. Das sind nur 8. Also nicht die 8,5 in der Höhe. Und wir kürzen uns das nochmal auf 8. Es wäre kein Live, wenn nicht doch irgendwas immer mal noch verändert wird. So, ist aber ja überhaupt gar kein Thema. Können wir ja machen. So. Ja, und dann könnt ihr euch das hinten an euren Umschlag kleben und einmal rum. Ja, und dann passt das ziemlich gut. Dann haltet das ruhig einmal an euer Projekt, ob euch das so gefällt. Das sieht gut aus. Und davon braucht ihr 2 Stück. Das heißt, wir kürzen uns das hier nochmal auf die 8 cm. Sorry, Sam. jetzt habe ich hier Chaos verursacht, auch im Chat, ne? Die 8 cm. Genau, und dann falzt ihr wieder bei 8,4. Ja, 8,3, Entschuldigung. 8,3. Und jetzt macht ihr euch einen Trick 17. Ihr verschiebt das nochmal um 1 mm und macht eine Doppelfalz. Und dann macht ihr euch wieder eure Klebelasche. 1 Zentimeter weiterschieben und dann habt ihr eine Klebelasche. Ja, und wenn ihr das jetzt falzt, an diesen Falzlinien einmal, und dann könnt ihr das noch so ein Stück weiterschieben, dadurch entsteht, ich weiß jetzt nicht, ob man das gut sieht, so eine höhere Lasche. Ja, man hat da so einen kleinen Rücken sich sozusagen gefalzt. Ja, und das ist gut, weil wir haben 2 Sachen, die wir ineinander klappen, und das eine muss ein Stück höher sein als das andere, damit das nachher gut passt. Das heißt, ihr habt euren Umschlag. Wir kleben das dran. Das ist das mit der einfachen Falz. Das kommt von der einen Seite. Und von der anderen Seite klebt ihr das dahinter mit der Doppelfalz. Und dadurch, dass das die Doppelfalz hat, schafft es, dass das andere da drin versteckt. Ja. Also von dem Teil braucht ihr jetzt nochmal bestimmt die Maße, weil da war jetzt ja gerade kurze Verwirrung. Der Umschlag hat 8 auf 8 cm. Das heißt, ich habe hier 8,3 cm und in der Höhe bleiben die 8. Ja, 8 und dann
So rum. Schuss, jetzt muss ich nochmal. 8,3 und dann 8,4. Und dann nach ungefähr einem Zentimeter nochmal abschneiden. Ich mache, das habt ihr nachher in der Anleitung, habe ich die Maße auch drinstehen. Also wenn ihr später nachbastelt, steht euch ja auch die schriftliche Anleitung zur Verfügung. Da steht das dann nochmal drauf. Dann ist das einfacher. Genau. So, und wenn ihr das geschafft habt, kann der Papierschneider weg. Denn dann haben wir alles soweit zugeschnitten, wie wir wollen. Was wir brauchen. Dann braucht ihr Flüssigkleber, empfiehlt sich, denn es wird immer mal ein bisschen hin und her geruckelt. Und das, was ich zuerst mache, ist, ich klebe das mit meiner Einfachfalz hinten an meinen Umschlag dran. Das heißt, wenn das Stück ist, das nur einmal gefalzt ist, könnt ihr hier innen drin ein bisschen Kleber aufbringen und euren Umschlag. Und jetzt mit der Öffnung nach oben könnt ihr den da dran kleben. Ja, schaut, dass ihr den Umschlag innen an der Falzkante anschlägt, sodass das nachher auch wirklich drum herum passt. Ja, und dann nehmt ihr das Stück mit der Doppelfalz. Ja, und das, wenn ihr so Falzlinien nachkriegt, so, und dann könnt ihr jetzt nochmal so ein kleines Stück mit dem Finger einfach noch ein Stück schieben, dann klappt das sehr, sehr gut mit dieser höheren Falzlinie. Na, mein Flüssigkleber. Machen wir auch dort auf die Lasche innen Kleber und jetzt wieder, dann könnt ihr euren Umschlag an der Innenseite der Falz dort anklicken. Genau, und dann habt ihr einen Teil und den zweiten Teil. Und es ist ein Stückchen zu lang. Man weiß nicht warum. Das könnte jetzt ungenau geklebt sein. Schaut einfach, dass es bei euch passt. Und im Zweifel, ich sage immer so, der Millimeter, den könnt ihr noch korrigieren, wenn euch das dann doch ein Stück übersteht. Ja. Genau, das muss innen reinpassen, das passt. Also bei mir war es jetzt genau den Millimeter nochmal zu groß. Und dann den Umschlag, der kommt von oben drüber. Den könnt ihr einfach leicht oben drüber wölben und dann passt es auch rein. Ja, wichtig, und so rum passt es eben nicht, dann steht es hoch, weil das war ja die Seite mit der Infalz, das heißt, das muss zuerst rein und das kommt drüber. Und dann kommt der Umschlag oben drüber. So, damit der Umschlag hilft, hatte ich vorhin schon angedeutet, klebe ich da mit ein bisschen Abstand, einem Dimensional, mir einfach ein Etikett oder in dem Fall einen kleinen Akzent auf. Ich muss jetzt gucken, ob ich meine Dimensionals hier... Wenn das euer Akzent ist, dann sollte der Klebepunkt in dem unteren Teil aufgebracht werden. Ja, so, sodass der Umschlag nachher auch noch drunter passt und euch nicht festklebt. Hm? Hm. Sonst ist er auf Dauer zu. Ha, jetzt noch nicht kleben. Guck mal hier, Sachen, die einem passieren. Ne? Wenn man das jetzt klebt, dann habt ihr eine weiße Seite. Ihr könnt das natürlich erst auch noch ausdekorieren. Das heißt, ich lege das nochmal beiseite. Da könnt ihr natürlich noch Designerpapier aufkleben oder was bestempeln und erst dann, das kann auch weiß sein, das sieht auch interessant aus, könnt ihr den Akzent drauf machen. Ja, so sieht es noch mehr aus, als wäre es der Umschlag. Noch mehr Wow-Effekt, vielleicht Überraschungseffekt, wenn man es dann aufmacht. So, dann legen wir das beiseite und holen uns unsere Box und dann können wir hier, wenn wir die so rum hinlegen, unser Designerpapier aufkleben. Jetzt auch wieder, wenn ihr ausgerichtetes Designerpapier habt, verinnerlicht euch immer, dass die Lasche ist nachher oben, ja, und dieses Teil ist unten. Das heißt, ausgerichtetes Designerpapier in alle Richtungen weg von dieser Mitte ausrichten, ja, dass ihr das richtig aufklebt. Schaue ich mal kurz. Da habe ich jetzt was nicht mitgekriegt im Chat, aber ich sehe schon, dass fleißig kommentiert wurde. Welches du wo anklebst, ist an sich dir selber überlassen. Ist die Frage, wie rum möchtest du es aufmachen?
Ich habe jetzt hier diesen Teil, den ich mache, das ist das mit der Doppelfalz auf der rechten Seite und die einfache auf der Seite. Das empfinde ich so, das liegt glaube ich daran, dass ich Rechtshänderin bin, dass ich das so rum aufmachen würde. Zuerst 1, 2. Wenn du es andersrum klebst, ist es aber auch nicht tragisch, dann wird die Karte halt eben so rum aufgehen. Ja, es geht nur darum, was sozusagen, was zuerst geöffnet wird. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Das kannst du machen, wie es dir passt. Oder wie es passiert beim Basteln. Ich sage immer, die besten Sachen und die besten Abwandlungen passieren ja einfach, während man bastelt. Und Fehler gehören halt auch dazu. Jeder hat sich schon mal verfalzt oder jeder hat sich schon mal verschnitten. Und manchmal, wenn man dann so überlegt oder verstempelt, da wird es eigentlich, finde ich, am deutlichsten. Jeder hat sich schon mal verstempelt und dann überlegt man sich, wie kann ich das jetzt vielleicht ausdeichseln? Und dann entsteht nachher was richtig Tolles, woran man am Anfang vielleicht gar nicht gedacht hätte, aber dann ist es eben doch so. Und natürlich, klar, es gibt viele Anleitungsvideos und so, da die editiert man und macht sie, bis sie perfekt sind. Und da passieren dann so kleine Holper nicht oder Sachen, aber dafür ist es halt eben auch live und ich finde es total schön, dass ich jetzt weiß, dass ihr gerade jetzt hier sitzt und mitbastelt oder das euch anschaut. Natürlich finde ich es auch schön, dass super viele Leute sich das noch später anschauen und auch nochmal nachbasteln oder auch ihr das ja vielleicht nochmal euch anschauen werdet und nachbastelt. Aber ich finde, es hat doch nochmal einen ganz besonderen Charme, das Live-Basteln. Und da passieren dann eben auch mal kleine Fehlerchen. Mal machen das Beste draus. So, genau. Ich merke gerade, ich brauche eine neue Schneideklinge an meinem Papierschneider. Ist ganz schön ausgefranst. Obwohl das auch das besondere Designerpapier ist. Es hat ja so eine härtere Struktur drin. Ja, mit ein bisschen dem Silber da drin. Genau. Ja, jetzt habe ich doch, ne, vorne geklebt, Mitte geklebt. Ich habe entschieden, hinten wird doch geklebt. Das heißt, ich brauche noch was für vorne. Aber ich habe noch, ja, schau mal, aus meinem Bastelreich noch eins für hier. Also ansonsten, das ist euer Vorderteil. Und vorne, ganz wichtig, wer einen Magnetverschluss verwenden möchte, sollte den, wenn er den gerne verstecken möchte, zuerst kleben. Ja, das heißt, das ist nachher innen. So, wenn ihr das so hochklebt. So, und dann klebt sich das ja hier vorne drauf. Das heißt, wenn ihr das so macht, dann könnt ihr den Doppelmagneten, ne, also ihr habt ein Magnetpaar, die hängen aneinander, weil sie ja magnetisch sind, habe ich jetzt das Papier abgezogen. Hier, ich sag mal ungefähr mittig, mit lieber Hand gemacht, ist auch immer schief, einmal den Magnet aufgebracht und dann, na, könnt ihr das zweite Papierchen abziehen. Das will jetzt nicht so, wie ich will. Und das runterdrücken und dann sollte der Magnet an der richtigen Stelle haften. Wenn ihr die Verpackung relativ schnell schon zusammengeklebt habt und nachher noch den Magnet anbringen wollt, ist das ein bisschen tricky, weil ihr hier nicht gegendrücken könnt. Dann geht euch das Papier weg und der Magnet ist meistens zu hart. Also dann solltet ihr es euch ausmessen und den Magnet an die richtige Stelle bringen. Aber wenn man es eben noch in dem flachen anklebt, dann geht es wirklich sehr, sehr einfach. Genau, und wenn ihr den Magneten nicht sehen wollt, könnt ihr jetzt das Designerpapier drüber machen. Da muss ich aber auch gestehen, auch das, ich habe davon ja 13 Stück gebastelt für unseren Kalendertausch und natürlich ist es auch mal passiert, dass, ach ja, Designerpapier schon geklebt und danach kommt der Magnet drauf. Ja, hier jetzt zum Beispiel, da ist der Magnet außen drauf. Ich finde, da es Silber ist, fällt es gar nicht so sehr auf. Passt sich auch ganz schön an. Also auch da darf man nicht zu streng mit sich sein. Das einfach hinnehmen. Genau, und dann haben wir noch dieses Stück Designerpapier. Das können wir auch schon aufkleben. Und dann wird gleich die Box schon zusammengeklebt. Ihr dürft gerne mal hier in den Kommentaren oder allgemein auch sonst gerne, vielleicht machen wir einen Beitrag dazu auf, einmal Rückmeldung geben zu den Uhrzeiten, ob ihr die so gut findet. Wir haben ja die
Bastel-Events abends, also unter der Woche alle am Abend geplant, weil wir dachten, naja, wer noch berufstätig ist, na, der muss natürlich, der kann natürlich nachmittags nicht, aber am Wochenende dann auch mal am Nachmittag. Also ich hoffe, dass wir die Termine so gelegt haben, dass ihr da, wenn ihr denn auch wollt, ihr gut teilnehmen könnt. Ja, ihr könnt gerne aber mal Rückmeldung geben, also wenn sich das rauskristallisiert, dass eine Mehrheit zu anderen Uhrzeiten besser könnte, können wir da auch noch vielleicht drauf eingehen. Oder bei der nächsten Sache, wenn wir nochmal sowas organisieren, haben wir das dann als Feedback. Also gebt uns da gerne Rückmeldung zu allem. Wir lernen alle dazu. Das ist ja unsere jetzt zweite Kreativsession, aber die erste in dem großen Umfang. Also wir sind da immer offen für Verbesserungsvorschläge. Ihr dürft uns natürlich auch sagen, was ihr gut findet. Ihr müsst nicht nur sagen, was man besser machen könnte. Aber darum geht es ja schon auch, dass auch wir ja hier dazu lernen. Ich habe jetzt Kleber auf den äußeren Teil auf die Klebelasche gemacht. Und das könnt ihr dann einfach schön bündig, Kante an Kante. Deswegen nehme ich gerne Flüssigkleber. Schauen, dass ihr das hier bündig, Kante an Kante zusammenklebt. Der Flüssigkleber braucht einen kleinen Moment, bis das anzieht. Also habt da ein bisschen Geduld. Das ist nichts, was man so überhetzt machen soll, sonst hält euch nachher eure Verpackung nicht. Ja, und dann könnt ihr das auf der anderen Seite auch machen. So, hier auch einmal. Einmal zumachen. Genau. So, und dann habt ihr die vordere Front schon und dann auch die könnt ihr nach innen einkleben. Kleber anbringen. Dann mache ich jetzt mal beide Seiten schon mit Kleber, denn das ist gar nicht so einfach, das sonst innen drin nachher noch mit Kleber zu benetzen. Und dann einfach nach innen einschlagen. Wieder schauen, Kante schön auf Kante kleben. Bisschen zurechtschieben kann man das. Flüssigkleber heißt bei mir auch immer Flüssigkleber an den Händen. Oh, das freut mich, Cindy. Das ist immer die erste Rückmeldung. Die Zeiten sind super, auch mit zwei kleinen Kindern. Ja, genau. Und das ist bei uns ja auch. Es muss abends spät sein, damit man eine Chance hat, dass die Kinder schon im Bett sind. Und dann hofft man einfach nur, dass sie auch durchschlafen und nicht gleich wieder aufstehen. Genau so. Und dann haben wir das. Und jetzt habt ihr hier innen drin, wenn ihr nicht gekürzt habt, überlappen euch die Sachen eventuell. Also hier hättet ihr nochmal einschneiden können. Und wenn ihr wollt, könntet ihr noch von dem Rand, den wir vorhin weggeschnitten haben, die 2 cm Lasche abschneiden und den Teil innen rein kleben. Ihr wollt ihn euch vermutlich auch um 1 oder 2 mm einkürzen, damit er besser reinpasst. Dann ist die Box ein bisschen stabiler. Ja, und ihr habt halt innen drin, man sieht es nicht, dass da 2 Klebelaschen sind. Ihr verdeckt damit quasi nochmal die Klebelaschen. Viele machen das auch innen drin nochmal mit Designerpapier. Das ist jetzt alles kein Muss, aber das kann man natürlich gerne machen. Genau, so, jetzt haben wir das. Hier können wir immer noch gut bekleben, auch wenn wir die Box schon zusammengesetzt haben. Das heißt hier euren Umschlag. Das würdet ihr jetzt einfach auf der Rückseite des Umschlags den Flüssigkleber drauf machen und das innen drin festkleben. Solltet ihr aber erst festkleben, wenn ihr es fertig ausgestaltet habt. Also sage ich immer, ne, es ist immer hilfreich, wenn man erst stempelt und dann klebt. Wenn ihr es einmal geklebt habt, dann könnt ihr natürlich, wenn ihr euch verstempelt, es nicht mehr retten. Jetzt könntet ihr im Zweifel nochmal abschneiden und nochmal was dran machen. Und da seid ihr einfach ein bisschen flexibler, wenn ihr da erst das ausgestaltet und bestempelt. Genau. Genau, ich gebe euch schriftlich nochmal die Maße durch, auch von diesen Klappteilen, und ich kann euch auch gerne, das habe ich allerdings noch nicht verschriftlicht, sagen hier die Maße aufschreiben zu dem, was ich hier gemacht habe, in der langen Variante. Da müsst ihr mir ein bisschen Zeit geben, denn das habe ich noch nicht verschriftlicht, aber das kann ich auf jeden Fall noch nachholen und das reiche ich euch dann gerne nach, sodass ihr das habt. Und dann diejenigen, die jetzt den Adventskalender haben, da kann noch die Raisinform natürlich weiter verschönert werden. Ich lasse das mal so, weil auch da werde ich, glaube ich, noch gucken, dass ich Designerpapier zurechtschneide oder den einen oder anderen Spruch oder auch, und es kommt dann immer darauf an, wen beschenkt man, vielleicht auch doch selber handschriftlich gerne was reinschreiben möchte. Also da könnt ihr einfach schauen. Im Zweifel
Jetzt, weil wir ja auch ein bisschen korrigiert haben, messt euch das einfach am Papierschneider nochmal aus. Das hatte ja jetzt die 8 cm in der Höhe und auch ungefähr die 8 cm dann in der Breite. Schneidet euch ein Designerpapier mit einem kleinen Rand, dann habt ihr wieder so einen schönen Rahmen drauf und dann könnt ihr das einkleben. Obendrauf hatte ich bei meinen das Etikett einfach mit einem Spruch bestempelt und dann mit Abstandsklebern mit Dimensionals drauf geklebt und auch die Akzente drumherum. Also bei mir war das Etikett und diese Blume. Schriftlich, cooles Wort. Freut mich, dass ich dich damit amüsieren kann. Genau, und den Baum, den habe ich benutzt bei der Banderole für das Teelicht. Und da müsst ihr ein bisschen gucken. Das sind alles, ich sag mal, ne, es ist alles individuell, weil es ist natürlich handgemacht. Also jetzt sieht man hier schon, hier habe ich auch unterschiedlich hoch gegossen. Ja, also auch da variiert es ein bisschen, was man so hat. Oder auch unterschiedlich stark korrigiert. Wenn ihr gießt, ihr könnt die Resinteile super über ein Schmirgelpapier ziehen und einfach die scharfen Kanten noch nachfeilen und das abfeilen, dass man da ein schöneres Gefühl mit hat und dass sie auch halt gerade und glatt sind. Ich habe das hoffentlich bei euch allen zur Zufriedenheit hinbekommen. Falls doch noch irgendwo ein bisschen was ist, dann könnt ihr das auf jeden Fall noch nachkorrigieren. Es geht auch mit einer Vorsicht, nicht mit einer Nagelfeile. Genau, dann könnt ihr das machen. Aber je nachdem, wie hoch euer ganzes Sinn, wie gesagt, maximal waren es 4,5. Das ist nämlich das Maximale, was die Form, die Silikonbackform hergibt. Aber es gibt auch welche, die sind ein bisschen niedriger, weil die nicht ganz so voll befüllt waren. Und da könnt ihr euch dann einfach einen Streifen Designerpapier. Hier habe ich jetzt 2,5 cm. Wie lang ihr das tatsächlich haben, oder wie breit ihr das haben möchtet, wie schmal der Rand ist. Also hier wäre mir das jetzt zu mächtig, dass da zu wenig ist. Also für das Teelicht würde ich das einkürzen. So, ich hoffe, ich bin wieder da. Ich war mal kurz weg. Ich warte mal noch einen kurzen Moment. Bei mir war die Internetverbindung mal kurzzeitig sehr schlecht. Und mein Handy hat gesagt, gehen Sie an einen anderen Ort. Aber ich kann natürlich nicht mit euch an einen anderen Ort gehen. Ich hoffe, dass es bei euch jetzt auch gleich wieder klappt. Bei mir läuft es wieder. Und ich hoffe auch, dass die Nachbarn nicht mehr ins Internet gehen und es wieder klappt. Okay, super. Danke, Sam, fürs Bescheid geben und auch wieder Bescheid geben, dass es wieder läuft. Genau, also ich hatte gerade eben nur gesagt, dass es in den unterschiedlichen Höhen eben unterschiedlich breit sein darf. Auch da ist natürlich alles immer eine Frage des persönlichen Gefallens, was so die Vorlieben sind. Für das hohe Teelicht habe ich jetzt, wie gesagt, eins genommen. Das hat 2,5 cm Breite und ich messe es euch kurz nochmal aus, dass ich da jetzt auch nichts Falsches sage. Also ihr nehmt euch genau 2,5 cm in der Breite und ich habe 24 cm in der Länge genommen. Das, die 24 passen ja für alle, weil das ändert sich natürlich nicht, der Umfang. Und dann könnt ihr das einfach dranlegen und einmal so das Papier streicheln, sage ich mal. Dann wölbt sich das so ein bisschen und dann könnt ihr das einmal rumlegen. Ja, so, und da hat man ungefähr ein bisschen mehr wie ein Zentimeter. Ungefähr ein Zentimeter Platz zum Kleben. Das heißt, ihr könnt euch auf die äußere Seite Kleber vorsichtig drauf machen. Ihr könnt das natürlich auch am Resin festkleben, aber an sich könnt ihr hier auch einfach die Banderole übereinander setzen mit Flüssigkleber. Finde ich, klappt das super, dass das passt, oben wie unten. Jetzt quillt bei mir hier so ein bisschen der Kleber raus, das ist aber gar nicht so schlimm. Ich drücke mir den da sozusagen absichtlich ein bisschen raus. Jetzt habe ich nämlich hier die Überlappung, also man sieht ja jetzt, dass da das Papier zusammengesetzt wurde, ne? Das sieht man jetzt hier, die Endkante. Und jetzt könnte man entweder sagen, naja, das ist halt hinten, das ist mir egal, dann drehe ich das einfach nach hinten. Ich sage aber, nee, das ist vorne und jetzt verdecke ich mir das einfach. Das heißt, ihr könnt euch so einen kleinen Akzent nehmen und klebt den quasi genau auf diese Kante. Könnt ihr noch ein bisschen entscheiden, wie weit das gehen soll. Ja, und Tombow, der klebt ja glücklicherweise durchsichtig, trocknet der. Das heißt, das sieht man nachher nicht. Aber jetzt habe ich mir mein Bäumchen
da drauf geklebt und dann könnt ihr den Stiel einfach kürzen, wie es euch gefällt. Und dann ist das nicht mehr hinten und muss versteckt werden, sondern das ist schön und ist vorne. Das wäre die Variante mit Banderole. Wie gesagt, ihr könnt die Sachen auch bestempeln oder vielleicht fällt euch auch irgendwas anderes ein, wie ihr die verschönern könnt. Da bin ich ganz gespannt, was ihr euch einfallen lasst und wie das dann aussieht. Oh, danke schön, Celine, das ist ganz lieb. Ich mache das prima. Oh. Es ist so schön, eure lieben Worte zu hören. Es ist auch so mega cool, dass so viele es heute geschafft haben zum ersten Live-Basteln. Finde ich mega schön. Wir sind mit dem Projekt hier am Ende. Also das Ausdekorieren, das erspare ich euch jetzt mal, dass ihr mir dabei endlos zugucken könnt. Und ich höre auch, dass mein Jüngster gerade wach ist und wahrscheinlich gleich gestillt werden will. Deswegen entlasse ich euch einfach in den kreativen, schönen Abend und hoffe, dass euch das erste Projekt gefallen hat, das erste Kreativtürchen. Und hoffe, ihr seid ganz gespannt, auf was sich die anderen alle ausgedacht haben. Ich bin erst am 16. wieder dran, aber ich schaue bestimmt auch bei den anderen Mädels mal mit dazu und bastel auch mit. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Vor allem morgen, das ist ein ganz, ganz süßes Projekt, da freue ich mich schon seitdem die Sabine gesagt hat, dass sie das machen wird drauf, bin ich ganz gespannt. Und ja, ich hoffe, ihr hattet ganz, ganz, ganz viel Spaß und wünsche euch einen wunderschönen Abend und dann bis ganz bald, ihr Lieben. Tschüss!